Habt ihr euch immer schon mal gefragt, wie arbeiten erfolgreiche Produzenten? Mit welchen Programmen bzw. welchen Plugins? Starten sie mit dem Beat, mit einer Klavierspur oder etwas anderem? Entsteht der Mix während des Arrangierens oder ist der Mixdown ein eigener Prozess? Wie werden Stimmen bearbeitet, damit sie perfekt im Mix sitzen? Wird der Track vom Produzenten selber gemastert oder wird der Mix nochmal an ein externes Mastering-Studio weitergegeben? Mein Name ist Thomas Foster und all diesen Fragen widmen wir uns am 22. Mai in der zweiten Folge von Mutant Sessions. In Kooperation mit den Zeitschriften Keys und Recording Magazin und diesmal auch mit der Firma SMM in München. Unser zweiter Gast wird DJ KC alias Kai Soffel sein. Kai ist der offizielle Botschafter der World Peace Parade, also der Nachfolgeveranstaltung der Love Parade, und hat gerade den aktuellen Song der World Peace Parade produziert. Aktuell arbeitet und remixt er gerade auch für Künstler wie Paso Doble, DJ Bobo, Chloe von Classic Woman und für Gary Baker, den Produzenten der Backstreet Boys. Ich habe mich bereits mit Kai unterhalten und habe selten jemanden gesehen, der so ein spannendes Studio und so eine spannende Arbeitsweise hat. Zum einen arbeitet Kai mit Pro Tools, mit der D-Control, und zum anderen hat er auch unglaubliches analoges Equipment, unter anderem eine analoge Tascam 24-Spur-Maschine, auf der er seine Tracks oft einfach nur aufnimmt, um sie dann wieder mit der Bandsättigung der Bandmaschine ins Pro Tools rüber zu spielen. Als DJ ist Kai extrem erfolgreich und jeden Samstag um 22 Uhr auf Radio Frankfurt wie auf vielen weiteren Radiosendern in Deutschland zu hören. In Mutant Sessions habt ihr die Möglichkeit, auf YouTube live dabei zu sein, wenn Kai Soffel uns sein Studio zeigt und uns Einblick in seine Produktion gibt, also in sein Pro Tools File, mit welchen Plugins er arbeitet und welche Tricks er so anwendet. Und ihr könnt über den Chat Kai eure Fragen stellen. Verpasst das nicht, Mutant Sessions, Freitag, den 22. Mai, auf meinem YouTube-Channel Thomas Foster Musikproduktion um 20 Uhr. Ich freue mich auf euch. Bis dahin immer kreativ bleiben und vor allen Dingen gesund bleiben. Cheers!